sind Nvidia, Intel und Co. jetzt die reinsten Schnäppchen. Die Halbleiter, die die Rallye des Marktes angeführt haben, haben auch ordentlich federn lassen müssen. Und jetzt stellt sich die Frage, sind diese Unternehmen die reinsten Schnäppchen geworden? Ja oder nein? In dieser Frage gehen wir in dieser Ausgabe nach, schauen uns an, was für die einzelnen Unternehmen aus fundamentaler Sicht positiv ist und was negativ ist. Und vor allen Dingen schauen wir uns zu den einzelnen Werten auch die Charts jeweils an. Medias Res, Halbleiter mit Chance. Morgan Stanley sieht fundamentale Stärke im Sektor, insbesondere im Cloud Computing, was unabhängig von der aktuellen Pandemie mit Coronavirus ist. Und Morgan Stanley sagt auch, dass private Ausgaben für Elektronik und Gaming sogar kurzfristig steigen sollten und sogar durch Homeoffice, sogenannte Remote Computing, mehr gebraucht werden würde. Und das sei eigentlich alles positiv für die Halbleiterindustrie. Man muss gleichzeitig sich klar machen, dass eine Gefahr besteht für die Unterbrechung der Produktionskette. Und die darf man absolut nicht unterschätzen. Denn in dem Augenblick, in dem die Produktionskette unterbrochen ist, ist das natürlich extrem gefährlich für die Umsätze und die erwarteten Gewinne. Intel wird nicht von Morgan Stanley genannt. Morgan Stanley hat nämlich auch eine Einkaufsliste rausgepackt, was denn so für Semikonduktoren interessant sind. Davon haben wir auch den einen oder anderen Wert. Das ist so, dass Intel neben dem klassischen PC-Markt, wo sie als Chiphersteller Marktführer sind, relativ schnell den Fokus gelegt haben auf das sogenannte Internet of Things, und die haben mittlerweile immerhin 3 Milliarden Umsatz im Jahr in dem Bereich, was auch sehr stark wachsend ist. Es gibt eine neue Prozessorgeneration, die zwar weniger Leistung hat, aber gleichzeitig auch deutlich weniger verbraucht. Und da hatte Intel Nachholbedarf und wurde auch von Analysten dafür kritisiert, dass in dem Bereich das Unternehmen sich nicht besser aufstellt. Man muss sagen, gerade zuletzt hat Intel in dem Bereich aufgeholt. Und ja, es gibt eine Konkurrenz von Nvidia und IBM. Denn diese beiden Unternehmen haben sich zusammengetan, um Intel anzugreifen, wenn es um sogenannte Hochleistungsrechner geht. Allerdings macht in diesem Segment Intel gerade mal 3-5% des jährlichen Umsatzes. Man muss wissen, Intel ist global aufgestellt und ist dann entsprechend auch für globale Rezession besonders anfällig, ist dann aber auch weniger stark vom Dollar abhängig. Zuletzt hatte das Unternehmen Gesamtausblick für das Jahr angehoben und für das aktuelle Quartal sogar deutlich angehoben gehabt und mit einem KGV von 11 und einem sogenannten Price to Earning to Growth für ein Unternehmen, was im Chipsektor aktiv ist, von 1,3 eigentlich günstig bewertet. Wir gucken uns dann nochmal die Charts von Intel an. Die Aktie hat übrigens am Freitag 20% gemacht. Nvidia, na klar, Marktführer bei Grafikkarten, hängt AMD deutlich ab mit über 80% Marktanteile. Und man muss sagen, Nvidia hat extrem viele Kooperationen mit unterschiedlichen Spielen und Spieleherstellern, die sich auf die Grafikkarten von Nvidia spezialisieren. Gerade bei sogenannten Rechenzentren hat Nvidia Wachstumschancen. Was sind eigentlich Rechenzentren? Also, das sind Zentren, in denen Cloud-Lösungen angeboten werden. Sei es jetzt Amazon oder sei es jetzt Microsoft oder sei es Google, die setzen auf Nvidia. Das heißt, Nvidia profitiert gerade von Cloud Computing. Auch Grafikprozessoren in der künstlichen Intelligenz sind stark nachgefragt. Allerdings muss man dazu sagen, zum einen hat zuletzt AMD Anteile von Nvidia abknapsen können und Nvidia sieht rückläufige Nachfragen im Bereich Mining und auch die selbstfahrenden Fahrzeuge, die einen Großteil ausgemacht haben, die sind ja zurückgefahren worden nach den Unfällen, die passiert sind. Trotzdem ist es so, dass Nvidia in dem Bereich für viele Analysten das Unternehmen Nummer 1 ist. Das erklärt auch ein KGV von 53, auch wenn man sagen muss, dass das erwartete KGV für das Jahr 2021 nur bei 26 beträgt, ist aktuell das Unternehmen, naja, sagen wir mal so,
Billig wäre alles, sagen wir mal, wäre absolut übertrieben. Es ist sehr sportlich bewertet. Auch zu Nvidia kommen wir und schauen uns da den Chart an. Micron Technology, wenn man so auf günstig setzt, mit einem KGV von 14 und vor allen Dingen auch im nächsten Jahr ein KGV von 7,7 und kaum Verschuldung, klingt auf den ersten Blick total interessant. Also günstig, kaum verschuldet. Und dann ist es so, dass Micron Technology sowohl im Bereich PC als auch im Bereich Handys und mobilen Endgeräten sehr gut absetzen kann. 5G, faltbare Handys und weitere Innovationen helfen Micron gerade hier die Umsätze zu steigern. Gleichzeitig im klassischen Speichermarkt ist Micron auch sehr gut aufgestellt. In den letzten Jahren hat Micron deutlich Kosten eingespart und die Marge absolut verbessern können. Jetzt muss man aber auch dazu Folgendes sagen. Ja, das Unternehmen hat genug Cash, um Übernahmen zu tätigen. Das kann sehr interessant sein. Allerdings ist es so, dass Micron mit dem, was sie herstellen, kein Alleinstellungsmerkmal haben. Es gibt jetzt immer mehr Unternehmen aus China, die genau das produzieren, was Micron macht, unabhängig von Samsung und anderen Konkurrenten, die es gibt. Das heißt, die Tatsache, dass Micron günstig ist, mit einem KGV von 7, rührt auch daher, dass viele Konkurrenten da sind und neue Konkurrenten in den Markt dazukommen. Im Übrigen, Nvidia auf der Liste von Morgan Stanley, Micron Technology nicht. Auf der Liste von Morgan Stanley ist aber Western Digital. Die haben zuletzt wirklich exzellente Übernahmen durchgeführt. Die haben zum Beispiel unter anderem SanDisk übernommen und haben damit Folgendes geschafft. Ja, es gibt eine hohe Nachfrage nach den Speicherlösungen von Western Digital. Gerade die SSD-Speicher sind stark nachgefragt. Die haben sogar Western Digital einen Vorteil im Cloud-Geschäft, weil sie weniger Verbrauch haben. Ich glaube, 20% weniger Verbrauch und dafür 40% mehr Speicherkapazität. Gleichzeitig ist es so, dass mit den Übernahmen jetzt der Einstieg auch in das sogenannte Flash-Geschäft möglich ist, damit außerhalb des PC-Geschäftes und im Bereich von mobilen Endgeräten. Klingt cool, muss ich sagen. Also, die sind auf beiden Segmenten sehr stark. Allerdings muss man wissen, das Unternehmen ist mit 7 Milliarden stark verschuldet. So, starke Verschuldung ist etwas, was man aus meiner Sicht mit Vorsicht genießen muss und knapp 50% des Umsatzes kommt von 10 Großklienten. Das heißt, in dem Augenblick, in dem zwei Klienten wechseln, dann ist das natürlich besonders gefährlich für den Umsatz. Das muss man dazu wissen. So, von diesen vier Unternehmen gucken wir uns jetzt nochmal die Charts an. Die Aktie von Intel hat am Freitag 20% gemacht, testete dabei die 200-Wochen-Linie, die, wenn wir zurückgehen, zuletzt im Jahr 2013 nur so ganz kurzfristig verlassen wurde und wirklich für mehrere Wochen nur 2012 bärisch aufgegeben wurde. Damit stellt die 200-Wochen-Linie eine sehr, sehr starke Unterstützung dar. Gleichzeitig ist in diesem Bereich eine aufsteigende Linie Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung und ebenfalls Unterstützung und ebenfalls auf Schattenbasis die 42 Dollar und wenn man sich das hier auf Wochenschlusskursbasis anschaut, im Bereich von 43 Dollar. Definitiv sehr viel Unterstützung in diesem Bereich. Davon sind wir aber auch jetzt 20% entfernt. Auf der anderen Seite eine übergeordnete horizontale Unterstützungszone ist im Bereich von 38 Dollar. Das war eine Widerstandszone zwischen 2014 und 2017. Das heißt, die Zone zwischen 45 und 40 stellt eine sehr, sehr große Unterstützung dar. Ob der Markt da nochmal hinkommen wird, für den Fall, dass sich die Krisensituation nochmal verschärft, das ist nicht auszuschließen. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt, wo der Markt aktuell bei 54 Dollar notiert? Wir haben hier eine horizontale Widerstandsmarke. Das war mal eine offene Lücke, die bullisch aufgelöst wurde als eine Art Insellücke. Hier Abwärtslücke, da Aufwärtslücke. Hier ist die 200-Tage-Linie und es ist diese horizontale Widerstandsmarke bei 54. Und ich finde, man sieht sehr gut, wie der Markt hier Unterstützung hat und dann drunter fällt und jetzt hier in den Widerstand reinspringt. Das heißt, aus meiner Sicht ist es so, dass entweder der Markt sich jetzt hier unten festsetzt, hier in dieser Zone, um dann eine Fortsetzung zu machen, oder es ist so, dass der Markt
wenn er noch einmal hier in Richtung 44 bis 40 kommt, dann zeigen muss, ob er eine Bodenbildung durchführen kann. Und das sind die beiden Zonen, die mich interessieren würden. Also entweder aus hier sich festsetzen und dann den Ausbruch proben. Allerdings müsste nach 20% diese Konsolidierung länger gehen. Oder noch einmal testen, dieser Zone im Bereich von 45 bis 42. Dann brauchen wir aber wieder eine klare Bodenbildungsformation. Das wären so die beiden Zonen, die ich interessant finde. Bei Nvidia ist es schlichtweg so, dass die Aktie sich in Anführungszeichen besser gehalten hat. Das sieht man auch, wenn man sich den Wochenchart anschaut und sieht, dass die 200-Wochen-Linie noch längst nicht berührt wurde, während Intel dorthin gekommen ist. Das zeigt auch die relative Stärke dieser Aktie, die hat aber auch weniger Pullback zugelassen. Es ist nun nicht so, dass ich sage, dass Nvidia in Richtung $200 zurückkommen muss. Ich sage nur, wenn man sich diese gesamte Aufwärtsstrecke anschaut, ist die 61er Fibo-Marke, worauf viele Marktteilnehmer schauen, im Bereich von $200. Eine horizontale Marke ist im Bereich von 190 bis $200. Wenn man sich das im Tageschart anschaut, dann sieht man diese horizontale Zone, mit dem der Markt hier gekämpft hat, dann durchgefallen ist mit einer offenen Lücke, dann Widerstand wurde und hier eine Unterstützung darstellt. Wir sind von dieser Unterstützungszone gerade $40 entfernt, respektive wir sind davon über 20% entfernt. Und deswegen, ich sage ganz sicher nicht, dass Nvidia nochmal 20% fallen wird. Das weiß ich nicht. Das vermag ich gerade nicht abzuschätzen. Ich sehe nur, dass der Markt wieder in Widerstände hineinläuft. Mit der 240, mit dem Kampf um die 20-Wochen-Linie. Und deswegen ist das für mich jetzt keine Kursnotierung, die interessant ist. Wenn ich noch einmal zurück in den Tag gehen darf, ähnlich wie Intel, entweder hier eine klare Konsolidierung, dann eine Trading-Möglichkeit, mittelfristige Einstiegsmöglichkeiten für mich, auch vielleicht längerfristige, falls der Markt mir das geben sollte, bei einer wirklich exzellenten Aktie, im Bereich von $200. Vielleicht ist aber auch Wunschdenken, denn dann hätte die Aktie über 40% abgegeben. Eine, die durchaus sehr stark ist, auch wenn man sich die fundamentalen Eckdaten anschaut. Bei Micron hatten wir miteinander darüber gesprochen, dass dieses Unternehmen sehr viel Konkurrenz hat. Gleichzeitig muss man sich bitte auch einmal klar machen, dass die Aktie, auch wenn sie günstig ist, zwischen 2016 und 2018 knapp 600% gemacht hat und diese 600% gerade konsolidiert. Und gerade aufgrund der Tatsache, dass Micron durchaus Konkurrenz hat, ich sage nicht, dass der Markt das zulassen wird, wäre eine Zone, die für mich interessant wäre, die $30-Marke. Hier ist die 61% Retracement-Marke der gesamten Aufwärtswelle und hier ist eine horizontale Zone. Hier, nicht ganz sauber, aber hier wird damit gekämpft und dann wird es zur Unterstützung und dann ist es noch eine runde Marke, dazu das 61er Fibo. Aus meiner Sicht eine sehr interessante Unterstützungszone. Frag mich, ob der Markt dahin kommen wird. Was die andere Möglichkeit ist, so jetzt mittel- und langfristig, für den Fall, dass Micron sich wirklich gegenüber der Konkurrenz durchsetzen kann und will. Ich weiß, das ist jetzt nicht gerade die Marktphase, darüber zu sprechen. Wäre eigentlich, dass diese Formation eher bullisch aufgelöst wird. Jetzt werden einige Marktteilnehmer sagen, ja, bist du verrückt, da muss ja nochmal 40% steigen, bevor du da einsteigst. Ja, es wäre dann aber wahrscheinlich so, dass diese Widerstandszone nachhaltig erst dann rausgenommen werden würde, wenn das Unternehmen exzellente Zahlen bringt. Wenn das Unternehmen zum Beispiel durch einen Zukauf sich so positioniert, dass man sagt, okay, Micron Technology schafft es, sich von der Konkurrenz abzusetzen. Und deswegen muss ich sagen, bei Micron würde mich persönlich entweder der Ausbruch interessieren, da wäre die Aktie immer noch in Anführungszeichen günstig, oder diese Unterstützungszone im Bereich von 30. Jetzt ist die Frage, ja, gibt es denn nichts anderes, was für mich interessant wäre? Im Trading-Bereich, da würde ich wieder genau das Gleiche sagen, was ich euch zu Intel und zu Nvidia gesagt habe. Und zwar, der Markt müsste aus meiner Sicht noch mehr Stärke zeigen und dann in Richtung 200-Tage-Linie eine Konsolidierung mit einer Fortsetzung oder eine Bodenbildung. Deswegen, auch wenn ich hier eine aufsteigende Trendlinie sehe, aufgrund der aktuellen Konstellation
da, wo der Markt gerade sich auffällt, für mich persönlich ist die Aktie gerade nicht so interessant. Western Digital ist von den Hochs mittlerweile etwa 63% entfernt, also starker Rücksetzer. Und man muss sagen, vielleicht nicht sauber, und doch gibt es hier so eine horizontale Zone, mit der hier der Markt kämpft. Möglicherweise kann man das als eine ehemals trendbegrenzende Linie bezeichnen, die hier so unterstützen wird, aber auch unsauber. Das heißt, so die Zone um die 40 war mal eine Widerstandszone und wird jetzt zur Unterstützungszone. Dazu ist die 200-Monats-Linie da. Und per se kann man sagen, echt richtig, richtig starke Unterstützung. Was man gleichzeitig dazu sagen muss ist, und das ist das, was mir auffällt, ist, diese Zone wird getestet, der Markt geht an die 100. Da wird nochmal die Zone getestet, da wird nochmal die Zone getestet, da wird nochmal die Zone getestet. Und es ist in der Regel aus meiner Sicht kritisch, wenn eine solche Unterstützung immer wieder angelaufen wird. Und dann besteht die Gefahr, dass diese Unterstützung bricht und der Markt trotz 200 Monatslinie, horizontale Unterstützung und so weiter und so fort dann einen doch stärkeren Ausverkauf sieht. Auch hier muss ich sagen, ja, ich würde dem Markt oder ich möchte entweder, dass der Markt hier in der Woche im Bereich dieser Unterstützungszone entweder mir etwas anzeigt, was für eine Bodenbildung spricht. Zum Beispiel ein Doppelboden oder eine Schulterkopf-Schulterformation oder eine V-Formation mit einem Fortsetzungsmuster. Ansonsten ist es so, wir haben hier den Kampf mit der 200-Wochen-Linie verloren. Und auch wenn ich sagen muss, ja, bis zur 70 wäre ja fast eine Verdopplung. Oberhalb dieser Zone hätten wir dann wieder die 200-Wochen-Linie erobert und hätten eine wichtige horizontale Zone zurückerobert. Es ist allerdings nicht die einzige Zone, die mich interessieren würde. Das Einzige, was ich vermeiden möchte, mit dem Chartbild, was ich gerade erklärt habe, Unterstützung, 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 es tritt dann irgendwann eine Art Sättigung auf, dass ich einfach diese Unterstützung kaufe und dann fällt der Markt durch und dann werden sehr, sehr viele Stops hier drunter liegen und dann fällt er durch. Das heißt, wenn ich jetzt so mir den Chart angucke und mir sage, ja, wo wäre denn den Boden fertig? Ja, wahrscheinlich hier. Es sei denn, er bietet mir etwas anderes an. Und wenn jemand jetzt sagt so, ja, was meinst du denn mit, der bietet mir was anderes an? Naja, stellt euch mal vor, so nur als ein Beispiel, die 30 reißt. So, die 30 reißt und alle sind so, oh mein Gott, ganz, ganz, ganz übel. Und dann geht er nochmal hoch und kommt nochmal zurück an die 30. Und am besten macht er das hier zum Beispiel mit viel Volumen. Dann würde ich sagen, ah, super, da hat er die alle erstmal rausgekegelt und jetzt kann ich das handeln. Und deswegen, ja, interessante Aktie, boah, aber absturzgefährdet, zumindest aus technischer Sicht. Und deswegen bin ich gerade was bei Western Digital vorsichtig, ist aber ein heißer Watchword für mich. Ich hoffe, dass diese Ausgabe für euch mehr als nur interessant gewesen ist, sondern sogar hilfreich gewesen ist. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, seid ihr herzlich eingeladen, Kanal zu abonnieren, Kommentare zu hinterlassen. Welcher Halbleiter ist denn für euch besonders interessant? Und gibt es fundamentale Eckdaten zu diesen Unternehmen, die ich euch nicht gesagt habe, die ihr aber wichtig finden würdet? Lasst es mich wissen. Und wenn ihr gerne einen Profi an eurer Seite haben wollt, checkt mir mal unsere Premium-Angebote in der Beschreibung. Gehabt euch wohl!